Wenn ich mir die Beschreibung durchlese, Genau, die gibt es mit wie der Sicherheit. Verfassungsschutz Salafisten und sowas definiert, dann denke ich eins zu eins an die Leute vom IS, vom Daesh und sowas. Das Problem ist, dass Muslime, die öffentlich aktiv werden, es wird einfach alles in einen Topf geworfen und pauschal Islamist oder Salafist oder sowas draufgeschrieben, ohne überhaupt zu differenzieren. So, du kennst die falsche Person, bist im falschen Verein tätig oder sowas, dann bist du ein Islamist, ein Salafist. Und das Schönste ist, aus diesem Topf kommst du nie mehr raus. Du bist einmal drin und das ist ein Hochsicherheitstrakt.